WDR 2. Michael Moll aus Essen, der schreibt Reisebücher. Er fliegt generell nicht. Mit Flugangst ist das alles mal losgegangen. Aber mittlerweile ist das Reisen ohne Flieger sogar sowas wie sein Markenzeichen. In Europa ist er oft mit dem Wohnmobil unterwegs. Nach Asien ist er mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren und nach Nordamerika mit einem Kreuzfahrtschiff. Nach Südamerika hat er vor einiger Zeit aber die für ihn außergewöhnlichste Reiseart gewählt. Ein Frachtschiff. Und ich wollte natürlich wissen, wie sich das ergeben hat. Ja, ich hatte mir damals Gedanken gemacht, wie könnte man denn auf einen anderen Kontinent gelangen, irgendwo Richtung Westen, und habe mich da halt drum gekümmert, geschaut, was für Möglichkeiten es gibt, und bin dann bei diesem Frachtschiff hängen geblieben und habe dann kurzerhand mit meiner Frau zusammen eine Reise gebucht, die dann in Frankreich startete und durch die Karibik führte und nach Brasilien brachte. Und Sie haben da als Matrosen angeheuert, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder gibt es wirklich die offizielle Möglichkeit? Nein, es gibt wirklich die ganz offizielle Möglichkeit. Also Frachtschiffe nehmen in der Regel bis zu 12 Passagiere mit. Mhm. Mehr dürfen es nicht sein, weil dann ein Arzt an Bord sein müsste. Und wir waren auf der Hinfahrt, waren wir mit einem weiteren Mitpassagier unterwegs. Das heißt, wir waren zu dritt plus Besatzung, und auf der Rückfahrt waren wir ganz alleine unterwegs. Was ist das für ein Schiff gewesen? Von wo nach wo ging das genau und was war da an Bord? Das erste war ein Containerschiff, das startete in Le Havre in der Normandie, fuhr nach St. Martin in der Karibik und Trinidad Tobago, und wir sind in Belém, Brasilien ausgestiegen. Und das andere war ein Roll-on-Roll-off-Schiff der italienischen Reederei Grimaldi. Da werden also auch PKWs mit transportiert. Das startete in Buenos Aires, hatte einen kurzen Stopp in einigen brasilianischen Häfen, fuhr dann rüber nach Dakar im Senegal und brachte uns dann über die Elbe nach Hamburg. Was bezahlen Sie dafür? Das ist ganz unterschiedlich. Also die Rückreise war relativ günstig, besonders im Verhältnis dazu, dass wir halt ja 3 Wochen unterwegs waren. Aber so ein Hunderter pro Reisetag muss man schon rechnen. Aber dafür hat man eben Vollverpflegung und alles, was man so sich auf dem Schiff wünschen kann. Sie haben es gesagt, 3 Wochen ungefähr unterwegs. Beschreiben Sie mal die Zeit an Bord. Was erleben Sie da? Was isst man? Mit wem kommt man ins Gespräch? Wie laufen die Tage ab? Man hat ganz viel Zeit für sich, man kann also ganz viel natürlich Ruhe genießen einerseits, andererseits kann man jeden Abend an einem Grillabend teilnehmen. Man sitzt jeden Tag mit dem Kapitän zusammen, das ist also nicht, dass man da ein Kapitänsdinner hat, man sitzt einfach mit ihm zusammen, man kann ja jederzeit auch auf die Brücke gehen, das ist ja beim klassischen Kreuzfahrtschiff überhaupt nicht möglich. Mhm. Und da erlebt man ganz viel. Also das Schiff auf der Hinreise hatte sogar einen Swimmingpool auf dem Außendeck, sodass wir also auch mal schwimmen gehen konnten. Und man spricht natürlich mit den Offizieren, mit den Matrosen, mit dem Kapitän und tauscht sich da wirklich dann aus. Das war wirklich eine sehr, sehr schöne, entspannte Reise. Also ganz andere Einblicke offensichtlich, als wenn man jetzt mit einem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist. Wie sieht's in Sachen Komfort aus? Wahrscheinlich auch nicht vergleichbar mit so einer schönen Kreuzfahrtkabine, oder? Doch, ich denke schon. Ah, okay. Mittlerweile haben wir jetzt sowas auch schon hinter uns. Das erste Schiff Richtung Westen, da hatten wir ein Apartment mit, ich glaube, 35 bis 36 Quadratmetern, 2 Zimmer, mit einem Pipapo, was man sich so wünschen kann. Es fehlte oder überhaupt an nichts. Ich glaube, da ist so manche Kabine auf einem Kreuzfahrtschiff kleiner. Eine sehr spannende und auch außergewöhnliche Art zu reisen. Michael Moll aus Essen, der schreibt Reisebücher, steigt in keine Flugzeuge, sondern reist gerne mit Frachtschiffen. Herr Moll, vielen Dank fürs interessante Gespräch und natürlich die Frage, wann und wo geht's denn als nächstes aufs Schiff, aufs Frachtschiff? Aufs Frachtschiff momentan noch nicht. Möglicherweise werde ich aber wieder mit einem Schiff in der Nordsee rumschippern, sagen wir es mal so. Das ist ja relativ bodenständig für Ihre Verhältnisse. Ja, das stimmt. Trotzdem ganz viel Spaß dabei. Bis bald. Dankeschön. Ciao.